Heute kurz und bündig eine Beantwortung der Fragen, was Kreativität ist, ob jeder Mensch kreativ sein kann und wie sich kreatives Schaffen vielleicht nutzen lässt, um gegen Hass in Zeiten von Corona vorzugehen. Denn es ist ja wieder Weihnachtszeit, was in den 2020er Jahren heißt, steigende Fallzahlen, neue Lockdowns und richtig miese Laune. Alle Jahre wieder kommt das Virus in neuen Wellen, weil wir so viele Menschen sind. Am Ende gibt es eine kreative Praxisübung und unterm Beitrag ein klickbares Inhaltsverzeichnis für die Ungeduldigen, die direkt dorthin springen möchten und noch weiter unten einen Kommentarbereich für alle, die mitmachen wollen. Hier erstmal ein bisschen Theorie. Was ist Kreativität überhaupt? Ist es eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, ein Bündel von Fähigkeiten? Wie nähern wir uns diesem abstrakten Forschungsgegenstand an? Drei Möglichkeiten. Erstens Beobachtung. Wir studieren das Leben kreativer Menschen, betrachten ihre Werke oder beobachten ihr kreatives Schaffen live und suchen dabei nach Mustern. Was ist es, das alles Kreative gemein hat? Problem: die willkürliche Auswahl. Wessen Leben und Werk studieren wir denn? Frida Kahlo, Picasso und Co. oder Boris Zo? Wer legt Schöpfungshöhe fest? Zweitens Introspektion. Kreativ tätige Menschen fragen und beantworten sich selbst, warum sie tun, was sie tun, wie es angefangen hat und ob sie es auch sein lassen können. Nope. Problem? Ziemlich subjektiv. Drittens Experiment. Wir gehen davon aus, dass es eine Reihe von Merkmalen gibt, die Kreativität auszeichnen. Grundannahme: solche Merkmale wären in einer Person recht konstant, also einmal kreativ, immer kreativ, von Person zu Person aber recht unterschiedlich verteilt. Also eher kreativ, eher nicht so kreativ. Problem: ist kreatives Schaffen unter Laborbedingungen überhaupt mit dem in freier Wildbahn vergleichbar? Und wer legt die Kriterien für kreative Leistungen fest? Umstritten. Diese Herangehensweisen sind Sachen, die wir Menschen so machen, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Was kommt dabei rum? Definitionen wie... Kreativität ist das Vermögen des menschlichen Geistes, einen freien, zweckbestimmten Gebrauch von Ideen zu machen. Soweit die Theorie. Sollte zeigen, wie schwierig es ist, kreatives Schaffen im Allgemeinen zu begreifen. Kreative Tätigkeiten im Einzelnen lassen sich da schon praxisorientierter in den Blick nehmen. Naja, next stop, lässt sich Kreativität erlernen? Eine häufige Frage ist, ob Kreativität angeboren sei, wie Moralität mutmaßlich, also unser Empfinden für Gut und Böse, oder auch Sexualität, unsere Vorlieben für you name it, oder erlernbar, wie Produktivität. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Kreativität ist eine Veranlagung, die zur Anwendung aber eines gewissen inneren Antriebs und zuweilen auch äußerer Anleitung bedarf. Darauf zu beharren, dass jeder Mensch das Potenzial habe, kreativ zu sein, bringt uns übrigens nicht weiter. Sobald wir so Begriffe wie kreativ oder auch intelligent auf alle Menschen anwenden, dann hilft uns das vielleicht bei der Definition des Menschen, bringt uns aber wenig in unserem Verständnis von eben Kreativität oder auch Intelligenz. Darauf weist auch Jordan Peterson in seiner Lektion über den Fluch der Kreativität hin, mit der Pointe, dass es ganz schön schwierig sei, mit kreativem Schaffen auch Kohle zu machen. Ach wirklich? Peterson sagt, zu behaupten, jeder Mensch sei kreativ, ist wie zu sagen, jeder sei extrovertiert. Ein ganz guter Vergleich, wie ich finde. Einerseits, wer kreativ ist, weiß, es hat etwas Aufdringliches, etwas Triebhaftes, da will etwas raus, will tätig sein. Kann natürlich nur für mich sprechen, kleines Beispiel für Introspektion. Andererseits, wie kreativ wir sind, hängt sicher auch von unserem Umfeld ab. Kreativität lässt sich fördern oder flachhalten. Und wie so oft äußert sich Sein im Tun. Ein Mensch ist kreativ tätig, dann ist dieser Mensch kreativ. So einfach. Klar kann sich kreatives Tätigsein, wie ein bestimmtes sexuelles Begehren, rein im Verborgenen abspielen. In Form von kreativem Denken, das lauter neue Pfade einschlägt und Verbindungen schafft, aus dem aber kein Handeln folgt. Doch darum geht's hier nicht. Ebenso wenig geht's hier um Alltagskreativität. Creativity mit kleinem C. Das ist die Art von Kreativität, die gewiss uns allen innewohnt und vermutlich auch einigen Tierarten. Sie dient zur Lösung von Problemen oder bloß zur privaten Muße. Doch wenn Menschen fragen, ob Kreativität erlernbar sei, ist meistens Creativity mit großem C gemeint. Im engsten Sinne das Erschaffen ganz großer Kunst. Im weitesten Sinne jedes kreative Schaffen, das auf Wirkung abzielt, das den Raum des Privaten verlässt, im Hier und Jetzt anderen gefallen oder helfen oder für die Nachwelt überdauern will. Ist eine solche Kreativität erlernbar? Ich behaupte, ja klar. Kreativität geht für mich Hand in Hand mit Produktivität.
Beim einen geht es darum, originelle Werke von Wert, beim anderen darum, mehr davon in kürzerer Zeit zu erschaffen. Beides basiert auf einer Reihe von Gewohnheiten, die sich durchaus antrainieren lassen. Learning by doing. Du kannst heutzutage alle möglichen kreativen Tätigkeiten quasi von zu Hause aus lernen. Mit Tutorials und Online-Kursen. Zum Beispiel, wie du richtig nice Skripte für Edutainment-Videos schreibst. Oder du hörst zur Einstimmung mal in einen Podcast über kreatives Schaffen und Scheitern rein. Die Links dazu gibt's unterm Beitrag. Wie sich kreative Gewohnheiten im Detail aneignen lassen, das würde hier zu weit führen. Der letzte Part richtet sich an Menschen, die bereits kreativ tätig sind und sich in aller Bescheidenheit fragen, wie sich damit zu einer besseren Welt beitragen lässt. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, Weltverbesserung ist zu hoch gegriffen. Klarer Fall von narzisstischer Selbstüberschätzung. Wer meint, mit zum Beispiel Comedy die Welt heilen zu können? Aber apropos narzisstische Selbstüberschätzung. Wir erleben seit geraumer Zeit, wie sich eine relevante Menge an Menschen dem Irrglauben hingibt, ganz große Komplotte zu wittern. Big Pharma, die Medien, die Politik, die Wissenschaft, alle stecken unter einer Decke und halten einen Großteil der Bevölkerung, mich eingeschlossen, zum Narren. Ich persönlich habe keinen Bock mehr auf Detaildiskussionen mit Menschen, die sich QuerdenkerInnen oder sonst wie nennen, die eben solchen Theorien anhängen, weil solchen Gesprächen völlig gegensätzliche Auffassungen von Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit zugrunde liegen. Und dann kann man sich den Rest auch schenken, weil baut ja alles darauf auf. Nichtsdestotrotz mache ich mir Sorgen. Zum einen um diese Menschen selbst, weil deren Welt sich zu einer sehr realen sozialen Isolation führen und psychisch krass belastend sein kann. Zum anderen sorge ich mich um das Wohle aller, weil dieses Gemeinwohl von solchen Leuten gefährdet wird, zurzeit akut. Was mich, wie so viele, vor allem besorgt, ist die Aufheizung der Gemüter, die Radikalisierung, der zunehmende Hass auf allen Seiten. Was kann kreatives Schaffen in dieser Sache Hilfreiches beitragen? Wenn überhaupt. Kreatives, weil ist das Einzige, in dem ich halbwegs fit bin. Wer meint, ich sei Philosoph, sollte nochmal meine Vita checken. Ich studiere Philosophie und bis zur Masterarbeit ist es noch weit. Und siehe da, Kreativität kann vielleicht tatsächlich etwas reißen. Zumindest habe ich die Hoffnung, nachdem ich etwas gelesen habe. Und zwar schaue ich linksgrün versifftes Schlafschaf ja gerne mal in die Systempresse rein. Da gab es einen Artikel in der Zeit, in dem Alexander Kluge gefragt wurde, wie überwinden wir den Hass? Ich zitiere, wir müssen Wege finden, so sagt er, dass ich bei all den Gereizten der Zorn aufbrauche, der gespeicherte Hass entlade. Aber natürlich sei das schwierig, weil heutzutage viele, die sich gekränkt oder zurückgesetzt fühlen, ihre Identität gerade über den Hass und die Abgrenzung fänden. Man müsse versuchen, in die Lücken zu stoßen, wenn die Hassenden erschöpft seien, ihnen eine Gegenerzählung bieten, die eine Verführungskraft habe. Eine Gegenerzählung. Das hat bei mir, der ich seit meiner Kindheit gerne Geschichten erdichte, einen Gedanken angestoßen. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass auch hier einige zuschauen, die gerne mal einen Roman schreiben würden. Nicht wahr? Daher zum Schluss eine kleine Kreativübung zum Mitmachen in Sachen Storytelling. Verschwörungstheorien sind ja nichts anderes als Geschichten, die bei einer bestimmten Zielgruppe ziemlich gut ankommen. Genauso wie in den Mainstream-Medien, die komplexe Wirklichkeit natürlich in Geschichten verpackt wird. Wir können gar nicht anders, als das Weltgeschehen in Geschichten zu vermitteln und zu verstehen. Wer noch überzeugt werden muss, wie allgegenwärtig und mächtig Geschichten sind, seit jeher, einfach mal eine kurze Geschichte der Menschheit lesen von Yuval Noah Harari, in jedem Fall sehr empfehlenswert. Jedenfalls stimmt ja an vielen Verschwörungstheorien durchaus der Aspekt, dass alles irgendwie zusammenhängt und miteinander verstrickt ist, nur halt anders. Und auch, dass es irre Zufälle gibt, die manchmal halt einfach nur Zufälle sind. Und ja, es gibt absurde Widersprüche. Weil einfach sehr viele Menschen mitreden und eben nicht alles von oben einheitlich von einer geheimen Elite diktiert wird, dann gäbe es ja keine Widersprüche oder weniger, sei denn die Elite macht einen ziemlich schlechten Job. Wie gesagt, Details, I don't care. Wie könnte nun als eine verführerische Gegenerzählung eine solche, nennen wir sie mal, Verstrickungstheorie lauten, aufgebaut sein? Was könnte sie beinhalten? Es geht nicht darum, die Wirklichkeit zu verdrehen, sondern sie dramaturgisch attraktiver zu machen. Wichtig ist der Aspekt der Selbstwirksamkeit, der Narrativ, dass die Wirklichkeit einfach zu komplex ist und wir als Einzelne darin schon mal gar keine Rolle spielen. So wahr es sein mag, ich kann verstehen, warum Leute sich davon nicht so angezogen fühlen. Eine Verstrickungstheorie müsste drei Voraussetzungen erfüllen, mindestens, stelle ich mal zur Diskussion.
Erstens, sie muss der narzisstischen Selbstüberschätzung, der wir ja alle gerne mal verfallen, etwas bieten, also uns einzelnen kleinen Menschen irgendwie eine relevante, coole Rolle beimessen, nicht nur passive Randfiguren, die sowieso nichts zu melden haben. Zweitens, sie muss den Geschmack der Zielgruppe treffen, sollte also typische Genre-Elemente von Verschwörungserzählungen beinhalten. Skeptische Grundhaltung, obskure Aufmachung, viele Fragen, wenig Zweifel, Hang zum Superlativ und starken Emotionen, am besten noch eine Gruppe von anderen, zu denen sich abgrenzen lässt. Das ist vielleicht das kniffligste Element, denn drittens sollte eine solche Theorie natürlich nicht zur Spaltung beitragen. Stattdessen besteht die Herausforderung darin, in einer solchen Theorie grundlegende Werte mehr im Sinne eines sozialen Miteinanders zu vermitteln. Also berücksichtigen, dass bei Freiheit auch die der anderen gemeint ist, dass zu Gerechtigkeit auch Pflichten gehören und Wahrheit sich an Widerlegbarkeit messen sollte. Ich weiß, es ist mehr als naiv, mit einer solchen Gegenerzählung auch nur irgendwen aus dem Kaninchenbau zurückholen zu wollen. Aber naja, es kommt wieder viel Zeit daheim auf uns zu und ich dachte, der Versuch kann nicht schaden. Eine Fingerübung im kreativen Schreiben sozusagen. Wer mit rumspinnen möchte, ob und wie sich Welterklärungstheorien stricken ließen, kann dazu den Kommentarbereich nutzen. Da finden sich auch meine weiteren Gedanken zu dem Thema. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Soweit die Theorie. Sollte zeigen, aua. Wenn ich das so richtig sehe, gehe ich mir erstmal die Haare waschen. Hätte ich für das Video ja ein bisschen rausputzen können.